Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Chulun. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder Willkommen im Haus der Eulen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Ja, dann starten wir los mit dem heutigen Thema. Wer ist Chulun? Chulun ist ein weiblicher Schneeleopard mit grauem, weißem und lavendelfarbenem Fell und blauen Augen. Dank ihrer Fellfarbe kann sie sich ziemlich leicht im Schnee tarnen und ist so als Berggeist bekannt, zumindest unter dem Panda-Rudel, das sie regelmäßig terrorisiert. Eigentlich ist sie eine Einzelgängerin, die in den Bergen lebt, allerdings schließt sie sich dann Makuchas Armee an, um sich an der Garde der Löwen zu rächen. Wo kommt Chulun vor? Wir sehen sie zum ersten Mal in der dritten Staffel von Die Garde der Löwen, genauer gesagt in der Folge Der Berggeist. Und von dort an hat sie immer wieder einen Auftritt. Denn vor allem dann, als die Garde der Löwen dann am Baum des Lebens ankam, griff Makuchas Armee sie regelmäßig an. Allerdings scheiterten diese Angriffe am Ende immer wieder. Und am Ende schaffte es Kion mit seinem Gebrüll, Chulun und Makuchas Armee dauerhaft vom Baum des Lebens fernzuhalten. Joa, mehr gibt's eigentlich über Chulun nicht zu wissen. Heute gab's mal aus Zeitgründen ein etwas kürzeres Video, aber ich hoffe dennoch, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.